So immer noch unter den ja, unter dem Haus von Henry Avery und immer noch in diesen Da doch ein kommen bisschen wir raus. gruseligen Katakomben. Ach, Gott. Ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Na geil, hier explodiert dann nichts, wo er sagt, wir sollten hier vorsichtig sein. Schlüsselloch. Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Boom. Ja? Dann los. Siehst du? Oh. Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Mist. Du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Was sind das eigentlich für Abenteuer, dass sie nicht mal ein Schweizer Taschenmesser dabei haben? Oh, Scheiße. Los! Do it! Los! Schnell, schnell! Oh, Scheiße! Das ist ja wie bei Crash Bandicoot. Lauf weiter! Und das ist aber das Gute. Sind die anderen einfach durchgekommen? Danke, Captain Avery. Wie in alten Zeiten, hä? Huh? Elena? Hm? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Oh. Oh, du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Oh. Lass mal hören. Hört Was? Sich doch gut an. Ah. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein. Nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm. Wenigstens bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Fürs Erste. Ist das eine Galeone? Ja, kein Entkommen. Danach aus. Level 20 schon. Der Kameramove hatte jetzt auch total was Scheiße. Von Tomb Raider. Das ist ein Schiffsfriedhof. Geil. Das ist ja geil.
kommen wir hier runter. Ja, sieht sicher aus. So sicher wie alles auf dieser Insel. Er hat aber auch immer ein bisschen ein Glück, wo er denn mal einen Vorsprung findet, wo er sich festhalten kann. Komischerweise, jetzt gerade, habe ich überhaupt keinen Bock auf noch eine Klettereinlage. Ich weiß nicht, wo das jetzt gerade herkommt, aber also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich irgendwie... Ja, irgendwie was anderes sehen. Ah, zum Beispiel sowas hier. Da. Das ist Sam. Ja. Komm, wir müssen zu ihm. Ich muss irgendwie zum Strand. Boah, hallo? Nicht nur er ist umzingelt, wir sind umzingelt. Ich kann doch nicht so viel Munition für euch verschwenden. Shit. Oh, hier sind mal Granaten. Das ist so cool, dass er das im Sprung halt machen kann. Beschießen. Haha, geil! Na gut, jetzt habe ich schon alles ausgeschaltet. Trotzdem geil. Dafür ist es mit dem Auto-Aim halt cool. Echt jetzt? Auch dumm. Ist doch blöd, da runter zu gehen. Beziehungsweise runter zu springen. Ist auch nicht so geplant. Ja, das machen wir anders. Echt jetzt? Boom, das war jetzt hier ein Scharfschütze mehr, ja? Komm wieder rein. Desto schwerer sind sie auszuschalten. So, jetzt bin ich mal dran. Ist keiner mehr da, oder? Komm wenigstens ein. Hi, hallo. Elena, oh. Hier lang. Los, Leute, ihr habt doch noch ein paar Gegner. Gebt
doch nicht so. Ach, kommt schon. Ja, so mag ich das. Sollte vielleicht trotzdem in Deckung gehen. Na, wer hat noch nicht? Finden wir deinen Bruder. Ja. Jetzt ist hier wieder massenhaft. Granatenkrempel. Hey, hier können wir durch. Ja, da ist die Antwort. Ja, geht doch. Funktioniert doch. Läuft, würde ich sagen. Ich würde sagen, es läuft. Aber wo läuft es denn weiter? Also, kann ich hier nicht rüberspringen? Doch. Ach. Wie hat er denn das eigentlich geschafft? Ah, Mist, er sitzt in der Falle. Sam! Bleib, wo du bist, wir kommen zu dir! Entdeckung. Das alles, was ihr könnt? Nehme ich, danke schön. Hey, hier oben! Mann, tut das gut, dich zu sehen. Ja, was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden, hä? Ich bin dafür. Oh, wie praktisch, dass da gleich eine Leiter hing. Darf ich die auch hochklettern? Danke. Hast du mein Feuerzeug? Das ist deine erste Frage? Scheiße, hier sind wir leichter Beute. Wir müssen diese Panzerfaust ausschalten. Da finden wir Deckung! Bewegung! Der Raketenmann ist erledigt! Ach, verdammt! Nate! Keine Sorge, Elena. Einmal geladen und schon geht wieder alles. Raketenmann ist erledigt! Der Raketenmann war ganz schön einfach. Andererseits, in dem Spielmodus ist es alles einfach. Cinematic! Ja. Ich wag mich mal ein bisschen weiter vor.
3 Schuss, das reicht nicht. So, wer hat denn hier nochmal eine Waffe für mich? Kollegen, ihr seid doch hier vorbildlich gestorben. Da werdet ihr doch bestimmt eine schöne Waffe für mich haben. Schön. Ein bisschen Munition nehme ich auch noch. Die Munition nehme ich auch noch. Von dem Deck da unten. Ach, verdammt, egal. Egal, das spielen wir nochmal. Na los! Okay, hier! So, hier ist zum Glück unzerstörbares Holz an der Stelle. Sorry, what? Verstecken bringt gar nichts. Ich glaube, es reicht nicht. Ich würde ja gerne hoch, aber wie komme ich denn da hoch? Ach so, hier, über dir. Na los. Also eine Kanone zu benutzen. Oh. Auf weiter. Ach scheiße. Ich hätte nicht zurückgedurft. Glaube ich. Das ist ja cool. Auch wieder gut gemacht, die Kamera so hinzudrehen, dass du sofort weißt, okay, wo sollst du weiter? Oh, da ist wer. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, um leise zu kämpfen. Es wird laut gekillt. Na, großartig. Oh Mann, wie viele von diesen Trucks hast du dabei, Ben? Bonnie, wieso gibt's denn hier so Straßen, die man als Trucks benutzen kann? Das ist doch...
halte das nicht für okay. Ein Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Grüß dich. Ja. Wer bitte braucht denn eine Panzerfaust? Hallo? Luschis. Okay, da wäre eine Panzerfaust gewesen. Na gut. Ah, Munition, Munition, Munition. Die sehen ein bisschen aus wie Fahrzeuge wie aus dem Just Cause 3. Ja, na klar. Noch einer. Scheiße. Hätte ich mal doch die Panzerfaust mitgenommen. Okay. Weiß nicht, warum man mich da jetzt durchs Haus hindurch erschießen konnte. Geht nicht ganz. Man kommt hier wahrscheinlich irgendwie aus dem Haus raus, oder? Ach so, okay. Alles gut. Oh, okay. Natürlich, die Auto verfolgt mich von hinten Sequenz fehlt ja noch. Eine Treppe. Oh. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist gut. Ich verstecke mich hier oben. Sehr wichtig. Stimmt. Hier bin ich bestimmt sicher. Wieso, wieso, wieso? Ah. Ah. Geht einfach nicht auf! Er hat aber auch immer Schwein so. Oh, jetzt gerade. Ich würde ja ständig fahren können. Geil. Wow. Juhu. The Running Man. Das ist ja wie, der ist ja wie ein Panzer. Ich muss ja weg. Nicht zu viel weg, nicht zu viel weg. Achso, er kann schon wieder rennen. Aha. Muss hier weg! Komm, du stimmst hier durch die Häuserecke, oder? Aber hier vorne durch die Wand. Natürlich. Durchhalten. Scheiße. Oh, heilige Sally! Mir läuft's auch nicht. Musik! Wirf mir die Panzerfaust rüber und verschwinde von hier! Alles klar. Okay, Spielchen sind vorbei. Jetzt hat er auf einmal zwei Schuss dabei. Gott und die Freiheit, Arschloch. als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, bitte. Schön, dich zu sehen. Ja, gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey. Hey. Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut. Ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal.
Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Wow. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam, wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Ist es weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Hafenstadt. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier mal kurz eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.